Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Flugsimulator mit Neofly 4 Beta. Ich heiße euch herzlich willkommen und wir sind immer noch auf dem Weg nach Portugal-Lissabon. Mit unserer kleinen Maschine dauert das eben einen kleinen Moment und nebenbei wollen wir ordentlich Geld verdienen. Unsere beiden AI-Piloten, und da bin ich wirklich fast schon der Überzeugung, wir brauchen unbedingt noch einen dritten, um hier nochmal ein bisschen Beschleunigung reinzubringen, haben ihre Jobs aber gut gemacht. Das wollte ich eigentlich sagen, so dass wir jetzt beide direkt wieder losschicken. Und wir haben einen Job für Miss Hurricane. Erstmal die Gewichtsfilter richtig einstellen. Oder geht's bis nach Ungarn? Ja, das ist, wir machen mal nichts Zerbrechliches. Dann das hier, 324 Zigaretten nach. Ist das Slowenien? Oder ist das schon? Ja, müsste. Gut. Wie viel Sprit brauchst du? Mindestens 80. Oh, mal 100. Zack. Dreifacher Preis kann man jetzt nicht ändern. Gute Reise. Herr Berlin. Ja, dem hilft wirklich nur noch ein neues Flugzeug. Der ist jetzt irgendwo hier im den Vereinigten Königreich in der UK. Gut, 4.800 immerhin. Müssen wir auch dicht tanken. Mindestens 50 brauchen wir. Dann kriegst du ein bisschen über 60. Auch dreifacher Preis. Super. So, Double Check. Ja, Herrn Berlin noch losschicken. Jetzt nochmal checken. Ja, jetzt. Jetzt beladen beide. Gut, dauert immer einen kleinen Moment. Und was machen wir? Wo sind wir überhaupt? Wir sind im Norden von Spanien und wollen hier nach Lissabon. Das heißt, wir suchen erstmal irgendeine Strecke. Das geht Richtung Granada. Granada? So, was haben wir hier? Die Nordküste, das ist ja dann. Was ist denn hier die Grenze hier? War nicht so uncool, wobei ich eigentlich Bock hätte, durch die Wüste zu fliegen. Madrid, können wir dann in Madrid landen? Anscheinend nur bei Madrid. Schade, auf, also den Madrider International. Jetzt hier einfach nach Süden. Ja, Dann an die Küste. Wasser ist immer gut, ne? Können wir gar nicht. Mann, Filter nicht eingestellt. Zerbrechliche Fracht 12.000. Das lohnt sich natürlich dann trotzdem schon. Dann doch an die andere Seite zum Wasser. Ja, ein Passagier. 329, da müssen wir dann ordentlich Sprit einladen. Machen wir das mal. Jetzt haben wir noch 141, das heißt, wir nehmen dann auch nochmal so 125 Pfund mit, auch dreifacher Preis. Spitze läuft. So, 44, dann nehme ich, reicht uns das? Will nicht. 140 Pfund. So, und da sind wir sehr schön voll mit Sprit. Coole Strecke. Stellen wir uns die mal ein. Im Flusi. Und dann sind wir ja geldmäßig auch schon. Ihr seht das hier, ich habe die DA62 schon wieder ausgewählt gehabt. Ich habe richtig Lust drauf. So, wir fliegen von LERLERJ Locrono, genau, nach LEJE. So. Das sollen wir nicht hinbekommen mit unserem Sprit. Ha, ha, ha.
Das wird ja was. Ich lade noch mal 20 Pfund mehr ein. Dann sind wir voll. Habe ich jetzt mal parallel auf dem anderen Monitor gemacht. Dann müsste das hoffentlich reichen. So, Low Altitude Airways. Wir starten in Lagrano. Ja, vielleicht hier. So, wie sieht dann unser Abflug aus? Der soll dann in die andere Richtung. Können auch den hier nehmen. Macht irgendwie mehr Sinn, wenn wir so rum starten. Ja. Dann ist das unser Weg. So. Hilfspunkte. Der Wind aus 180, also ungefähr so, naja, dann spielt es im Grunde keine Rolle. Dann machen wir hier unseren Hilfspunkt hin. Haben wir ein ILS oder irgendwas in der Richtung? Wahrscheinlich nicht, ja. Okay. Oh, eine kurze Piste. So, wir spielen. Wobei das mit dem Live-Traffic, das muss ich mir echt nochmal überlegen, weil ich muss einmal rausfinden, wir müssen mal einen größeren Flughafen halten, ob der das mit den Liveries richtig macht. Sonst muss ich da nochmal ein anderes Addon installieren. Ansonsten nervt er mich eigentlich nur die ganze Zeit über Funk. Viel mehr bringt das nicht. Wir können jetzt mal aus Spaß nochmal hier rüber gehen und nochmal schauen, ob wir theoretisch, wir fliegen nach LEJE, ob wir hätten gut Waren mitnehmen können. Oh ja, Old Wine. Den hätten wir hier kaufen können für, jetzt muss ich nochmal richtig gucken, für 7.650. Aber wir haben nur noch 10, das kriegen wir nicht mit und hätten es hier für 8.000, also guten Tausender. Also wenn wir unsere nächste Maschine haben, dann müssen wir auf jeden Fall immer mit Guts aufstocken. Das bringt richtig was. Okay. Ich meine, wir haben alles. Dann los. Hello, Captain. Nice to see you again. From dispatch to transporter. Let's take these passengers to their destination. The passengers are ready to board. I hope you have plenty of room. It looks like they have gone crazy at the duty-free shop. Diese ganzen Sounds machen nachher auf größeren Maschinen dann plötzlich Sinn. Wenn wir dann wirklich ein A320 fliegen oder 787. Dann gibt es ja auch noch die Airliner-Missionen, die sind dann nochmal cooler vertont. So, hier für den Sound bräuchte man ja schon fast einen Learjet. Für die kleine Maschine, die wir haben, lohnt das eigentlich nicht. Transporter. Boarding is complete. You can start your flight. Okay, dann machen wir das wie immer. Erstmal die Freigabe holen. Rioja Ground, Kraken Mike Kilo 007 ready to copy IFR clearance to Lima Echo, Juliet Echo. Kraken Mike Kilo 007 is cleared to Lima Echo Juliet Echo Airport as filed. Takeoff runway 29er climb and maintain 6,000 feet. Departure frequency is 118.275 squawk 4221. Right back. Kraken Mike Kilo 007 cleared to Lima Echo Juliet Echo Airport as filed. Takeoff runway 29er climb and maintain 6,000 feet. Departure on 118.275 squawk 4221. Kraken Mike Kilo 007 readback is correct. Contact ground on 121.7 when ready to taxi. Good day. Jetzt gibt mir
können das ja auch noch einmal zeigen. Neofly, hier den Hinweis, dass wir zu leicht sind. Wir uns fehlen 46 Pfund. Das heißt, wir... So, müssen das hier voll aufdrehen. Also wir sind richtig, richtig schwer. Aber jetzt ist die, ist das entsprechend weiß, sodass wir den Bonus auch bekommen. Kraken, Mike Kilo 007, ready to taxi IFR. Kraken, Mike Kilo 007, taxi to and hold short of runway 29er using taxiway Alpha. Contact tower on 121.7 when ready. Taxiing hold short runway 29er using taxiway Alpha Kraken, Mike Kilo 007. Na dann. Klappen auf 1. Warum stehen da Autos auf dem Runway? Parkbremse geht rein. Takeoff Clearance. Lichter an. At runway 29 are ready for departure IFR to Lima Echo Juliet Echo. Kraken Mike Kilo 007 altimeter 29er decimal 93 wind calm. Cleared for takeoff runway 29er. Gut. Wir sind sehr schwer. Ich werde trotzdem nur mit Klappen 1 starten. Dafür holen wir uns aber die ganze Runway und drehen hier hinten. Sorry, ja. Cleared for takeoff runway to 9er Kraken, Mike Kilo 007. So, am Ende werden wir drehen. Hier ist extra so eine schöne Drehschleife. Dann wollen wir mal. Nase geht nach unten. Wir haben genug Platz. Und rotate. Have a great flight. It's a beautiful time to fly. Mal sehen, Wetter sieht erstmal super aus, das stimmt. Autopilot geht an, NAV-Mode geht an, VS-Mode geht an. Wir machen 500 Fuß. Mehr machen wir nicht. Warum und... Insbesondere... Okay, hier ist das richtig angezeichnet. Mal eine andere Karte nehmen. So vielleicht. Wie ist dieser Bogen? Aber der ist wohl in echt gar nicht so stark. In echt. So, wo ist der Fliehschafen? Da hinten. Klappen gehen rein. So, und jetzt habe ich
mein Logitech-Funkpanel auch wieder angeschlossen. Das heißt, ich werde die 118.275 Kontakt. Also ich habe mein Logitech-Funkpanel angeschlossen, das heißt, ich werde die Frequenz dann jetzt immer hier am Schreibtisch eindrehen und nicht mehr automatisch umstellen lassen. Gut, Funk haben wir erstmal erledigt. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Also wir werden jetzt, das ist maximale Zoom-Stufe, schön einmal Spanien in südwestlicher Richtung durchqueren. Das kann man hier nicht sehen. Das wird nachher mit dem größeren Garmin, wird das besser. Dann können wir nicht nur die Zeit bis zum nächsten Wegpunkt, sondern auch die Zeit bis zur Landung dort ablesen, meine ich. Da wird es dann... Oh, hier die Autobahn. Ja, ich habe noch mal ein ganz bisschen die Grafik hochgedreht. Ich hoffe weiterhin, die 60 Frames halten zu können. Oh, ich habe gestern wieder bei Riva reingeguckt. Der hat jetzt auch die 3090 mit der Zwischenbildberechnung. Das scheint echt das absolute Nonplusultra für den Flugsimulator zu sein. Die haben alles auf Ultra hochgedreht, weil der Prozessor nur noch 30 Frames berechnen muss. Den Rest macht die KI der Grafikkarte. Aber die Dinger sind einfach nicht zu bezahlen. Sind wir mal ehrlich. Super. So, das haben wir alles. Jetzt prüfen wir mal. Klappen sind drin. Lichter bleiben an. Pitohi 10 Grad. Kann aus. Wir haben 6000 Fuß bei 500 Fuß pro Minute eingegeben. Schub geht ein ganz kleines bisschen zurück. Transponder passt. Höhenmesser passt. Da bleibt mir nur wieder zu sagen, ab jetzt zieht sich's. Wir nutzen die Chance hier nochmal in die Wegpunkte zu gucken, also jetzt hier 17, dann hier schon 44, 39, 65, hier unten nochmal 51, also relativ große, lange Lags, bevor wir dann landen. Oh, wir schauen mal, Weight and Balance, hat er das im Griff? Okay, wir ziehen uns erstmal den linken Tank ein bisschen auf 80 und switchen dann. Das ist in Ordnung. Und was ich eigentlich nachgucken wollte, war die Höhe unseres Ankunftsflughafens. Fuß. Tatsache. Ja. Das ist auf jeden Fall mal eine höhere Landung. Das wird spaßig. Wir haben kein ILS und nichts, das war klar bei der kurzen Bahn. Das passt. Okay. Dann würde ich mich jetzt leider schon von euch verabschieden und gehe in den gemütlichen Teil über. Achte auf unsere Tanks, achte auf unsere Geschwindigkeit, Höhe und die ATC-Durchsagen. Wir gehen noch auf Reiseflughöhe. Und wir melden uns dann wieder, also ich melde mich dann wieder. Oh, wir fliegen hier in Madrid vorbei. Vielleicht blende ich da dann zwischendurch nochmal ein. Irgendwo hier über Maracena, nicht Macarena, Maracena. Amiga. Und dann machen wir hier unseren Endanflug. Kann man das sehen? Gut, also, bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind schon im, ja, ganz nah an unserem,
man hier nicht zoomt. Doch, jetzt geht's an unserem Zielpunkt. Wir haben uns gemerkt, dass, also ich habe es mir nicht gemerkt, deswegen gucke ich nochmal nach, dass unser Flughafen auf 2500 Fuß geht. Also werde ich jetzt 3500 Fuß eintragen. Wir nehmen ein bisschen Geschwindigkeit raus. Und da wir unsere Reiseflughöhe verlassen, machen wir auch die Anschnallzeichen wieder an. So, also wir sinken. Nearest Airport List. ELEJE. Wir landen auf der 25. Full Stop. Position Announce. Echo Juliet Echo, Traffic Kraken Mike Kilo 0079er, miles northeast 5000 feet inbound to land runway 25. So, da ist nicht besetzt der Flughafen. Also werden wir da keine Antwort erwarten können. Wir sind jetzt hier rechts, ist Santa Fe. War ein relativ holpriger Flug. Wir sind wieder über Berge geflogen und das kann die für Pistrel nicht so gut ab. Diese Scherwinde sind, ja, ich sage jetzt einfach mal, die führen dann immer irgendwie dazu, dass die relativ viel hoch und runter geht. Aber auch das haben wir überstanden. Und jetzt sind wir, wenn wir mal richtig rauszoomen, schon recht nah dran an Lissabon. Eine schöne Strecke, die wir hinter uns gelassen haben. Sprittechnisch waren wir gut aufgestellt. Linken haben wir auf 30% runter, den rechten auf 53%. Also ganz gut Sprit verbraucht. Dann gebe ich mal Klappen 1. Unsere Höhe, wir sind bei 4200. Wir wollen auf 3500. Das passt auf jeden Fall super. Schauen wir nochmal. Pitot-Heat brauchen wir nicht, die Lichter sind an. Spuk kann noch ein bisschen raus. Wir gucken mal, dass wir so uns bei 90 einpegeln. Ja, dann zu viel raus dürfen wir dann nicht nehmen. Das passt. Was wir mal bräuchten, wäre eine neue Baro. Aber die kriegen wir jetzt hier nicht. Nee. Dann müssten wir irgendeine Artis uns holen. Können wir das über das Tablet machen? Irgendwie ist das Weather. Aha, 3012. Sehr schön. 3012 Baro. Zack, und hier auch. 3012. Ja, passt. Können wir noch mal ein bisschen näher ran. So. Wenn wir eingedreht haben auf unsere, nach unserem Hilfspunkt, dann machen wir Position on Final. Höhe 3900, wir wollen auf 3500. Ich mach mal 3200. Können wir das hier schon mal kleiner machen. Ja, eine coole Gegend hier. Ein bisschen, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Sehr, sehr, sehr coole Gegend. Klappen 2. Bisschen Schub, um dem entgegenzuwirken. Oh, jetzt ruckelt es aber doll. Und da hinten sehen wir schon unsere Piste. Dann können wir Final announcen. Lima Echo Juliet Echo Traffic Kraken Mike Kilo 007 is on final runway 25 to land. Die brauchen wir dann auch erstmal nicht mehr.
dann setzen wir unsere Sicht zurück. Kleines bisschen Schub noch zurück. Wir sinken weiter. Noch ist der Autopilot drin. Ich sehe leider keine Lichter. Würde aber so vom Gefühl her sagen, wir sind auf einem halbwegs guten Gleitkurs. Kurz vorher nehme ich dann nochmal den Schub raus. Ich werde versuchen, ein bisschen langsamer zu landen. Ich habe auch den guten Hinweis bekommen, dass ich da immer ein bisschen zu schnell lande. Das machen wir jetzt mal, versuchen wir anders. Was ich auf keinen Fall will, ist eine Stall-Meldung, weil das gibt sofort Punktabzug bei Neofly. Aber ich denke, mit Klappen 2 können wir das riskieren, da noch ein bisschen den Schub jetzt rauszunehmen. Und dann entsprechend versuchen mal so um die 70 zu landen. Oh, das wirkt doch ganz ordentlich. Dann geht der Autopilot aus. Ist es nicht besonders lang. Deswegen versuche ich relativ weit vorne aufzusetzen. Nehme jetzt den Schub dann doch ein ganzes Stück zurück. So, wir sind bei 70. Schub geht wieder ein bisschen rein. 65. Im Moment noch knapp 500 Fuß pro Minute Sink. Geschwindigkeit. Wir sind bei 65. Nicely done, Pilot. Make your way to parking via the taxiway. Und wir bremsen. Transporter from dispatch. Clear the runway. Minus 144. Klappen gehen wieder rein. Ja, war jetzt auch nicht viel besser. Aber alles unter 200 ist ja in Ordnung für zerbrechliche Frachtmissionen, die wir ja gar nicht hatten. Wir haben ja einen Passagier an Bord. Klappen sind drin. Wir nutzen die Chance und zoomen hier mal ganz ordentlich rein. Wir haben die Gebäude hier vor. Wir haben die Gebäude hier vorne. Dann wollen wir da auch parken. Können wir irgendwas announcen hier? Ne, Clear of Runway können wir gleich noch announcen. Dann brauchen wir das nicht mehr, das nicht mehr. Ach was, Tankwagen haben sie hier? Ne, laut Neofly nicht. Schöne Strecke. Wirklich schöne Strecke, die wir gemacht haben jetzt. Da ist der Bus. Geil. Da ist eine Tankstelle. Das ist falsch in Neofly. So. Clear of Runway. Lichter aus. Oh. So. Wir bleiben hier auf dem Asphaltierten stehen. Parkbremse geht rein. Und Motor geht aus. Transporter. Disembarkation in progress. Stand by. Tja, dann fährt der Bus auch los mit seinem Passagier. Gute Fahrt. Transporter from dispatch. Another passenger mission completed. Thanks and bye. Okay. Let's go. Wir haben 242 XP bekommen plus nochmal 10 für die Passagiermission. $8,000 sind jetzt bei 130.000. Ich würde sagen, wenn wir dann in Lissabon angekommen sind, dann ist es Zeit für unser neues Flugzeug. Weit ist es ja nicht mehr. Also ist schon noch ein Stück, aber wenn man überlegt, was wir schon geschafft haben, sind wir relativ nah dran. Unsere beiden AI-Piloten
Ja, Herr Berlin ist schon angekommen, der erholt sich schon wieder. Und ja, Frau Hurricane muss noch ein kleines Stückchen. Aber die bringt ja dann auch, glaube ich, 6 oder 7 oder 8.000 nochmal mit, sodass wir dann hier nochmal einen ganz ordentlichen Schlag oben drauf kriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Fly safe. Bis dann. Tschüss.